Willkommen zurück zu einem weiteren Part bei Familie Winter. Wir sind heute bei John, Linda und der kleinen Sixana. Ich freue mich, dass du heute eingeschaltet hast. Und ja, wir werden heute einen ganz entspannten, ruhigen Tag bzw. eine ganz entspannte, ruhige Folge machen. Ich habe vor, einen Geburtstag zu feiern. Aber welchen verrate ich dir an dieser Stelle noch nicht. Unser Johnny Boy ist mittlerweile im zweiten Semester. Es ist heute gestartet. Ich werde dir kurz ein paar Screenshots einblenden. Ich habe einfach so ein bisschen drauf losgespielt. Er ist ein Einser-Student. Und was ich euch auch noch sagen möchte, unser kleiner Liam, der Sohn von Lex und Lola, ist älter geworden. Ich habe ihn vor. Er ist jetzt ein kleiner Säugling und ich finde, er ist so ein süßer Fratz geworden. Zuckersüß, der kleine Mann. Und ja, ich bin mal sehr gespannt, was die Folge also auf uns zukommt. Wir müssen ein bisschen was für die Uni machen, den Geburtstag feiern. Ich freue mich sehr. Ich hoffe, du natürlich auch. Wir haben die Post geholt, Junkmails aussortiert. Die kleine Mausi ist in der Vorschule. Und unsere Linda ist hier ein bisschen am Quatschen üben, ein bisschen Reden üben. Sie hat heute eine sehr, sehr wichtige Präsentation auf der Arbeit. Es geht um einen Prototyp, den sie entwickelt hat. Und da übt sie so ein bisschen vorm Spiegel, ja, wie sie die Investoren überzeugen kann, ihr Projekt weiter zu fördern. Ich drücke ihr zumindest sehr die Daumen, dass sie den Auftrag bekommt, die Unterstützung. Und ja, die ist total soweit glücklich. Wir haben aktuell noch Ferien, Winterferien. Und wie man sehen kann, habe ich, beziehungsweise ich mache den G-Shade einmal kurz aus, habe ich die Jahreszeiten verlängert. Wir sind von 14 Tage auf 28 Tage gewechselt. Ich spiele privat aktuell sehr viel mit meinen Sims, damit sie die Fähigkeiten leveln, bestimmte Dinge abschließen können, Bestreben, Fortschritte haben. Und ich gemerkt habe auch, okay, gut, das ist jetzt nicht so relevant für die Folgen. Dann nehmen wir lieber wichtige, schöne Dinge mit rein. Manchmal sind natürlich auch ein paar negative Dinge mit dabei. Aber gerade so dieses Kleine dahinter, sage ich jetzt mal, das mache ich privat. Deshalb habe ich die Jahreszeiten auf 28 Tage gesetzt und wir machen es einfach so. Entweder switchen wir die Zeit dann vor, wenn wir sagen, gut, wir haben genug von der Jahreszeit, es ist alles soweit durch. Oder wir bleiben einfach auf den 28 und spielen das durch. Ich spiele, wie gesagt, sehr, sehr viel privat, brauche die Tage für die Sims, da ich ja insgesamt 5 Haushalte spiele, auch wenn es 3 nur aktiv in den Folgen sind. Aber ja, das nur mal kurz nebenan. Wir haben immer noch Weihnachten. Silvester ist jetzt hier hintergerutscht. Da haben wir einen Tag Urlaub auch noch am Sonntag, weil manche ja sonntags arbeiten müssen. Ich habe ein bisschen was reingefüllt in die Tage, aber jetzt nicht viel. Ostern ist dann in der zweiten Woche vom Frühling. Wir haben Liebestag. Da habe ich überlegt, ob ich vielleicht so ein kleines Liebestag, Hochzeitstag, das ist dann so für alle, aber dass ich es vielleicht auf mehrere Tage, vielleicht auch so 3-4 Stück lege, weil wir haben ja immerhin Omi und Jadie sind verheiratet. Celine und Elias werden bald heiraten. Da kommt eine Menge auf uns zu bei den Mengenhaushalten. Deshalb habe ich überlegt, ob wir nicht ein paar mehr Liebestage machen. Fleißig arbeiten, immerhin hat sie ihr Gespräch, sie verdient 105 Simoleons die Stunde und ist 8 Stunden auf der Arbeit. Auf jeden Fall drücken wir ihr die Daumen, dass sie den Zuschlag bekommt. Und ich würde sagen, wir gucken einmal gerade nochmal ganz kurz ins Inventar. Wir haben die Präsentation bei, wir haben unser Arbeitsheft, sage ich jetzt mal, dazu mit bei. Brauchen wir noch irgendwie was? So, wir sind jetzt gerade in der Bibliothek von Brightchester. Und ja, wir werden jetzt gerade ein paar Hausaufgaben abschließen. Alle 3 schon, dass wir es hinter uns haben. Wir werden uns an unsere Präsentation natürlich auch stellen, da schon mal ein paar Recherchen angehen. Und ich finde diese Bibliothek wirklich super, super schön. Ich habe zwar gerade, Foxbury ist er eigentlich, aber das ist die Bibliothek einfach für beide Campusseiten. Wir haben ja auch schon ein paar Studenten, glaube ich, die vorbeikommen, oder? Ich bin auch da dran, ein kleines Override-Video vorzubereiten für euch, dass ihr mal sehen könnt, okay, was es an Overrides überhaupt gibt so und welche ist aktuell im Spiel drin haben. Und ich habe hier eine, die halt diese Leseanimation verändert hat. Je nachdem, wo du sitzt, hast du eine andere Möglichkeit, die Animation zu triggern. Und es ist wirklich super, super cool als dieses Standard-Lesen. Das ist so ein bisschen fade, sage ich jetzt einfach mal. Aber ja, unser Johnny Boy ist ja mit einer 1+ durch das erste Semester gedüselt. Total cool, hätte ich nicht gedacht. Aber hey, dafür, dass ich eigentlich so gut wie kaum bei ihm war, scheint haben sie das auch ein bisschen gefixt, dass er in den Unterrichten war.
oder halt seine Abschlussarbeit und seine Präsentation hat in den Kursen ihn so hoch gepusht. Ich weiß es nicht, auf jeden Fall. Ich bin zufrieden. Um 13.30 Uhr haben wir unsere Bestimmung von Persönlichkeitstypen. Weißt du nicht, weiß, Johnny Boy studiert Psychologie, um danach an eine Schule, egal welche Lehrstufe dann am Ende, um Lehrer zu werden. Und ich freue mich schon sehr darauf, wie das so ist, ob man durch den Appendigo-Mod ein bisschen mehr Möglichkeiten hat. Aber ja, es ist auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Und er ist total kokett. Hühnerliebe. Er ist total begeistert von seinen Hühnern. Er hat ein Vollstipendium, was er hier auch total fasziniert ist. Und er ist total verschossen in seine süße Linda. Und ja, die haben letztens getächtelt. Aber wir haben gesagt, wir wollen erstmal noch keine weiteren Kinder. Deshalb haben die beiden auf jeden Fall verhütet. Und abgeschlossen, abgeschlossen. Okay. Letzte Hausaufgabe, Johnny Boy, dann werden wir mal gucken, ob wir dir was zu essen als Mittagssnack noch organisieren können. Nee, nee, wir brauchen keinen Job in der Schauspielkarriere. Wir haben schon was. Wir haben schon was, wo wir gerne... Ah nee, ich wollte eigentlich hier tiefgründige Gedanken und... Teil mal eine brillante Idee mit. Okay, abgeschlossen, abgeschlossen, abgeschlossen. Perfekt, okay. Da wir jetzt 13.18 Uhr schon haben, würde ich sagen, lassen wir die Zeit einfach vergehen und gehen gleich in den Unikurs. Da ist er, unser Johnny Boy. Und wie sieht's aus? John hat seine Hausarbeit zuversichtlich eingereicht und im Kurs so viel Wissen wie möglich aufgesaugt. Seine Bemühungen werden sich bei der Endnote für den Kurs ganz sicher auszahlen. Okay. Unsere Sixana wurde irgendwie in die Tageswege geschickt, wobei sie ja eigentlich in der Vorschule ist. Wir sind jetzt wieder zu Hause. Das kommt mir eigentlich ganz gelegen. Dann können wir uns hier einen Rest schnappen, was essen, kurz die Seele ein bisschen baumen lassen. Und hast du eigentlich ein Fahrrad? Nee. Okay, müssen wir noch organisieren. Und ich finde es so schön, dass sie das integriert haben, dass Sims jetzt entweder Schuhe drin komplett verbieten werden kann, indem man hier diese Aufsteller hinmacht und dann kannst du drin verbieten, Schuhe drin erlauben oder Hausschuhe vorschreiben. Das finde ich super, super cool. Ja, unser Johnny Boy, ich finde, der hat sich echt super entwickelt. Ist voll der cute Boy geworden. Oh, wo fährst denn du bitte lang? Oh Gott, pass auf, dass du mir nicht ins Wasser fällst. Okay, jetzt drehen wir. Okay, okay, okay. Oh Gott. Okay, ich glaube irgendwie... Sie ist von der Vorschule zurück. Das ist ja super. Okay, ich muss ihn, glaube ich, einmal zurücksetzen. Die Süße, wisst ihr, an wen die mich sehr, sehr stark erinnert? Kennt ihr die Monster AG? Die Kleine? Aus dem allerersten Teil? Lu? Bu? Wie heißt die Kleine? Ich finde die Sixana, die erinnert mich total an die kleine Maus. Wie sieht's denn aus, Süße? Oh, okay, noch nicht ganz fertig. Okay, aber das ist überhaupt kein Thema. Immerhin kommt er nach Hause. Oh nein. Okay, ne Fußball. Ich glaube, das werden wir auch einmal ausfallen lassen. Fußball bin ich ganz ehrlich aktuell. Ich lasse es eigentlich immer ausfallen. Okay, Linda, ich würde sagen, du kannst mal mit den Kollegen Kontakte knüpfen. Und dann bin ich mal sehr gespannt, ob sie ihren Zuschlag erhalten hat. Ja, vielleicht habt ihr es jetzt schon gesehen, als wir eben in den Fähigkeiten von der kleinen Maus waren. Ich hoffe, dass wir im nächsten Tag, im Freitag, die kleine Maus älter machen dürfen. Denn sie hat wirklich soweit schon so viel freigeschaltet. Ihr fehlt halt noch der erste Kindheitsfreund und wahrscheinlich noch ein paar weitere soziale Momente. Aber ich habe aktuell, leider Gottes, keinen Kindheitsfreund für sie. Liam ist zu klein. Und das wird sie auf jeden Fall freischalten, die Denkfähigkeit maximieren. Und sie ist schon über eine gewisse Anzahl an Tagen. Okay, die Süße ist nach Hause gekommen. Sie hat tolle Leistung gebracht. Also würde ich jetzt schon mal stark von ausgehen, dass sie natürlich den Zuschlag erhalten hat. Sie wird jetzt natürlich gleich mal zum Johnny Boy gehen und sagen, Schatz, es war grandios heute. Du wirst mal hier die Erinnerungen teilen, sagen, ich habe den Zuschlag erhalten. Kann es immer noch nicht glauben. Habe mit den Kollegen vorhin gesprochen, wie wir jetzt weiter vorgehen. Und kannst mal der tiefe Gründe gute Haltung führen. Und dann kannst du der kleinen Mausi hier vielleicht helfen, dass wir das alles in die Tat umsetzen können. Auf jeden Fall
hat sie rein theoretisch nur noch 11 Tage und ich denke, sie hat soweit alles fertig. Ihre Werte sehen auch schon super aus, dafür, dass sie ein Toddler ist. Fragt mich nicht, wie sie das geschafft hat. Das ist einfach so. Ich habe da nichts gecheatet. Interessant, dass halt alles so gleichmäßig hoch ist, aber ich könnte mir gut vorstellen, dass das durch die Vorschule kommt, in der sie jeden Tag, in die sie jeden Tag gegangen ist. Und ja, das ist mein Plan. Sie ist zerstörerisch. Na toll. Kleinkind-Marotte. Oh mein Gott. Liebt die Weckzeit aber, ist unabhängig, eine Charmeurin und eine Frühaufsteherin. Okay. Ja, wir versuchen noch das Denken zu maximieren. Unsere... Was macht ihr hier, wenn ich fragen darf? Leider manchmal so den Eindruck, dass das Liebespack die Sims in den Liebeswahn bringen. Irgendwie... Guck mal, ganz bisschen schaukeln. Johnny Boy, wie sieht's bei dir aus? Oh, fast fertig. Sehr cool, sehr gut, sehr gut. Ich weiß, du hast absolut keine Lust, das zu machen, aber tu's für mich. Dann bist du fertig, süße Maus, okay? Machen wir Macaroni mit Käse. In der Zeit kann die Kleine hier weiter ihre Türmchen bauen. Und dann, würde ich sagen, planen wir den heiß ersehnten Geburtstag. Und ich bin schon so gespannt, wie die Kleine aussehen wird als Kind. Wir müssen sie natürlich dann auf eine sehr, sehr gute Schule einschreiben. Das werden wir dann auch alles in Ruhe angehen. Ich kann ja schon mal gucken. Anmeldung zur Elternlehrkonferenz abholen von der Anmeldung zur akademischen Eignungsprüfung. So, schauen wir mal. Der Johnny Boy hat die höheren Rezeptlevel freigeschaltet und unsere süße Maus ist ein kleiner Pink-Fan. Deshalb würde ich sagen, dass wir ihr vielleicht hier diesen Vanille mit Streusel Geburtstagskuchen schon mal backen. Linda, du gönnst dir jetzt deinen Drink und die Süße, die hat keine Lust mehr. Das glaube ich ihr aufs Wort. Sie muss auch auf Toilette. Aber Süße, du schaffst das. Ich glaube ganz fest an dich. Und danach hast du es geschafft. Dann kriegst du ein leckeres Abendessen. Der Papa bringt dich ins Bett, liest dir noch eine super schöne Märchen-Prinzessinnen-Geschichte vor und am nächsten Tag werden wir wunderschön den Geburtstag feiern. Den werden wir jetzt aber wirklich planen, sonst funktioniert das Ganze nicht mehr. Ein Ereignis hinzufügen. Wir werden ein... Oh Gott, wir haben so viele neue Sachen hinzugekriegt. Was ich cooler finden würde, wenn sie das nach Alphabet oder in bestimmte Kategorien machen würden, die man dann auch zuklappen kann, dass man hier schneller durchblickt. Weil ich suche immer mich einen Wurm durch. Die kleine Mausi hat Geburtstag. Gäste sind natürlich unsere Linda, unsere Celine, unsere Emilia, unser Jerry, unsere Kate, Kira, Lex, Henry, Madison, das ist die Schwester von ihr, die Omi natürlich, Olivia, Preston, Summer und Sophie. Haben wir dann alle? Wir haben nicht alle Partner. Wir können den kleinen Schnuggiputz auch nicht einladen. Ich glaube, wir werden zu Hause bei uns feiern. Ab 12 Uhr. Das passt. Das passt. Lass mich nochmal hier ganz kurz reingucken. Also die haben irgendwie keine Beziehung zueinander. Ich finde das ziemlich kurios. Aber sie kennt zumindest nur ihre Mom. Aber ja, da ist der süße kleine Liam. Wir müssen mal gucken, ob wir ihn vielleicht irgendwie dann da hinzuholen könnten. Das wäre natürlich total süß, wenn der kleine Mann auch hier rumwatscheln würde. Ah, guckt mal. Produktbericht schreiben, Gerätedesign optimieren, Diagnose überprüfen. Ich würde sagen, wir machen mal eine Diagnosenüberprüfung. Ah, da sind, ach übrigens, das Spiel und hier dieser Desktop sind auch zwei Overrides, die ich drin habe, weil ich finde, das ist ein bisschen praktischer gemacht und das ist wirklich super cute. Sie wird jetzt hier ein bisschen arbeiten. Sie hat Level 5 erreicht. Sie hat es geschafft, unsere Süße. Sie hat es geschafft. Wir haben es. Ja, wow, wie cool. Sie hat es geschafft. Ja, mega. Außer den Sozialfreund, den können wir ihr jetzt noch nicht holen, aber... Da hätten wir in der Schule ja auch noch genügend Zeit. Süße, du darfst wirklich aufhören damit. Du musst nicht mehr weitermachen. Haben wir hier unten kein Töpfchen? Ich bin auf jeden Fall mal gespannt, wie die Kleine aussehen wird. Nee, wir sind nicht auf der Suche nach Liebe. Und bei dir klappt alles? Drück mal die Liebe aus, sag, hey Süße, bald hast du Geburtstag. Morgen ist dein Geburtstag. Oh, wir können ja mal über Geschwisterkinder reden. Und einfach mal ein bisschen nachhorchen, wie sie dazu so steht. Das ist, finde ich, sehr, sehr interessant. Und dann können wir noch eine Runde spielen. Und dann bringen wir sie ins Bett, lesen ihr eine Geschichte vor. Und jetzt bin ich gespannt. Und
Arigaba, Abinor. Oh, the Paropondal, Bruja Dolopa. Kiss the pay my beam, Simona Saro. Keine Ahnung, wie sie jetzt zu Geschwisterkindern steht. Und spielen können sie jetzt auch wieder nicht. Jetzt haben sie sich wieder komplett eingefroren, meine Sims. Jetzt haben wir auch damals so ausgemacht, dass der John der Haupterzieher wird von den ganzen Kindern. Und ich kann vielleicht schon mal so ein kleiner Spoiler rausholen. Die Sixana wird nicht die einzigste Adoptivtochter, in Anführungsstrichen Adoptivsohn, bleiben. Ich habe da noch einige offene Geschichtsstränge, die wir dann so Stück für Stück erledigen werden. Aber wir werden jetzt erstmal eine gute Nachtgeschichte der Kleinen vorlesen, ihr ganz süße Träume wünschen und sehen uns dann, sobald der Geburtstag wieder startet. So, unser Geburtstag ist gestartet. So langsam trullen die ersten Gäste bei uns ein. Ich habe der Linda gerade mal aufgetragen, dass sie sich bei allen mal vorstellen soll. Leider kennt sie noch nicht alle. Der Jolly Boy kannte sogar seine Stiefschwester rein, theoretisch noch nicht. Deshalb können wir sie jetzt aber zur Runde hinzufügen und ja, warten mal so lange darauf, dass der Rest vorbeischaut. Ich habe die Naomi, die Kira und so ein paar schon hinzufügen können. Deshalb würde ich sagen, wir gehen mal alle zusammen hier hingehen, dass wir wissen, okay, wer ist denn hier jetzt verspürt eine sofortige Anziehung zu... Oh mein Gott, okay. Falls Cinder diese Gefühle nachgibt, würde sie sich viel eher auf romantische Interessen mit Jerry Brindleton einlassen. Schon mal dazu stellen, falls jemand Hunger hat, dass die schon mal angefuttert werden darf. Olivia, wo gehst du hin? Wo gehst du hin? Erzähl mal. Wir beobachten dich mal ganz. Zu wem? Zu Lex. Oh Gott. Hallo Naomi! Wie geht's dir? Wie geht's dir? Moment. Wie liebevoll. Linda und John sind sich wohl sowohl als Freund als auch als Liebende sehr zugeneigt. Liebende mit einer gesunden Beziehungsdynamik führen häufiger romantische und freundliche oder lustige soziale Aktionen aus. Ich würde sagen, ja. Das ist doch schön. Oh, das Puppenhaus ist schon wieder kaputt. Wer hat das kaputt gemacht? Warst du das, du kleine Maus? Wann war denn das? Oh mein Gott. Was habe ich denn hier alles verpasst? Da ist ihre Schwester. Ihre Schwester ist ihre beste Freundin. Und sie wird hier mal direkt Weltfrieden reden. Okay, wird hier über Interessen reden. Sagt, wie geht's dir? Wir haben uns so lange nicht gesehen. Ja, und da ist unsere Erste aus der Familie, die heiraten wird. Wenn Kira sich wirklich mit Stephanie verlobt hat, wird sie rein theoretisch die Nächste sein. Ich meine, von den anderen ist noch keiner verlobt. Jetzt fehlen nur noch so ein paar. Wieso hast du ein gebrochenes Herz? Geh mal deine Mom umarmen. Sie erzählen sich jetzt alles Mögliche. Sie sagt auch hier, ich bin so froh, Stiefmama zu sein. Was ist hier Linda und Madison eng? Ja, natürlich sind die beiden eng miteinander. Er hat Kira zur Verlobung gratuliert. Also wirklich total süß. Und ihr zwei? Oh, wie süß. Nein, warum? Hey, warum? Aber wir wollen eine kleine Umarmung. Sie ist immerhin in Anführungsstrichen. Sie müsste doch Tante sein, oder? Ich bin da leider nicht vollkommen auf der Höhe. Jetzt haben sie sich aber umarmt, ne? Ja, schön. Kannst du die Kira auch umarmen? Freundlich knuddeln. Ja, komm, knuddel sie mal. Sag, hey, kennst du deine Oma eigentlich schon? Ich weiß, man soll Kinder nicht dazu zwingen, andere zu knuddeln. Aber wir tun jetzt einfach mal so, dass die Kleine halt das alles von sich aus macht. Was wir ja auch machen. Und dann gucken wir halt einfach, wie reagiert wird. Hier, die zwei sind total am Quatschen. Ich finde es so schön. Sie hat... Oh, schaut mal, wer da ist. Unsere hochschwangere Emilia ist endlich angekommen. Gut, weil ich hatte sie auch ein paar Wehwehchen. Hat gesagt, gut, ich komme später. Ja, jetzt da alle da sind, können wir ja gleich schon den Kuchen auspusten, die süße älter werden lassen. Oh, guck mal, sie hängt immer noch bei der Oma auf dem Arm.
Das ist doch schön. Kannst du mit deiner Oma eigentlich dich unterhalten? Hier könnt ihr ein bisschen Witze erzählen. Klopf, klopf, Witze erzählen. Genau, sag mal. Oma, guck mal. Klopf, klopf. Und dann kannst du auch mal zu einer Omi gehen. Aktivität. Kannst mal eine Umarmung einfordern. Sagen, Oma, ich habe heute Geburtstag. Na, das ist doch schön. Sie sind alle jetzt da. Jetzt müssten wirklich alle da sein, meine ich. Helfen, Kerzen auszupusten, und zwar die Sixana. Genau. Jetzt wird Geburtstag gefeiert. Die kleine Maus wird zum Kind. Ah, ich bin mal so gespannt, wie die Kleine aussieht. Linda, setz sie mal ab. So, Johnny Boy. Dein Einsatz. Du musst der Kleinen helfen, die Kerzen auszupusten, sonst können wir keinen Geburtstag feiern. Ne? Okay, sie hat die Omi gerade jetzt noch einmal umarmt, da unsere Naomi, unsere Omi. Und ich glaube, jetzt. Oh, sie sind alle am Singen, wie schön. Brauchen wir doch ein Foto. Ne? Wie schön. Super schön. Ja, die Kleine hat jetzt Geburtstag und ist älter geworden, hat die Kerzchen ausgepustet. Und jetzt bin ich mal sehr gespannt, wie es mit ihren Fähigkeiten aussieht. Wir haben ja alles maximiert. Und ja, ich bin mal sehr gespannt. Okay, wir haben alles schon auf Level 2 bekommen. Und wir nehmen natürlich ein Kinderbestäben. Spielführerin, Pyjama-Löwin, Geist und Körper, kreatives Genie. Dieser Sinn möchte seine Kreativität und mentalen Fähigkeiten verbessern. Ich hätte, glaube ich, das für sie genommen, muss ich gestehen. Ja, ich glaube, wir nehmen das da. Ich wollte in Zukunft ab jetzt jeder Generation, die geboren wird und älter wird, bei den Merkmalen, die sie bekommen, immer positive Themen natürlich und ein negatives in Anführungsstrichen. Abenteuerlustig würde ja sehr, sehr gut zu ihrem Bestreben passen. Und ich würde sagen, sie ist ein geselliger Typ. Und jetzt brauchen wir noch eins, was jetzt, bisschen negativ ist, sage ich jetzt mal. Soll sie häufig verspielt sein? Ja, oder? Komm, wir machen das so. Das klingt doch gut. Oh Gott, sieht die süß aus. Oh Gott, okay, ich muss da ein bisschen was im Käse machen. Ich glaube auch irgendwie, ihr Gesicht ist wieder kaputt, oder? Spinnig? Ach Gott, oh Gott, oh Gott. So, meine Lieben, ich habe sie jetzt soweit geändert. Das Einzige, wo man es noch sieht, ist an ihren Lippen und irgendwie mit an den Augen. Es ist noch nicht ganz irgendwie gefixt. Da muss man nochmal beim EA-Support vielleicht sich nochmal melden, werde ich dann nochmal was schreiben. Weil es ist schade, weil ich muss halt alle möglichen Bereiche anklicken, neu zuwählen und verändere natürlich damit ihre Grundbasis. Aber ich finde sie trotzdem, auch wenn ihre Lippen da noch so ein bisschen komisch aussehen, trotzdem sehr, sehr süß. Ihre Ohren, ihre Augen, Nase, das konnte ich alles soweit beheben. Ich zeige euch jetzt einmal ganz fix ihre Outfits. Sie ist eine kleine lila Maus. Ihr Zimmer werde ich dann privat in Ruhe umbauen. Hier haben wir Badeoutfit, heißes Wetter ohne Schuhe, heißes Wetter mit Schuhen, mit einem T-Shirt zum Schneefahren. Ah, da fehlen die Handschuhe noch. Gut, dass ich mit euch nochmal durchgehe, dass ich hier die letzten Teile noch hinzufügen kann. Hier habe ich ihr nur eine Jacke und schon mal die Schneeboots gegeben. Ja, da haben wir unsere süße kleine Sixana. Unser Johnny Boy wird sie jetzt einmal noch umarmen. Aber ich finde trotzdem, dass ihre Lippen noch durch diesen einen Bug irgendwie ein bisschen kaputt sind, finde ich sie so, so, so süß. Ich hoffe, sie gefällt dir. Wir werden jetzt mal schauen, dass wir sie in die Schule angemeldet bekommen, wo John und Linda sie gerne haben wollen würden. Wir haben Bewerbung bei SimCity Academy. Es ist eine unabhängige Schule, an dem die Liebe zu lernen wächst. In einem akademischen, strengen und integrativen Umfeld erkennen wir die Stärken und alle unserer Schüler an, und Ziel ist es, lebenslanges Lernen und verantwortungsbewusstes Handeln zu fördern. Internat würde ich nicht machen, nimm die Liebe zum Lernen wächst. In einem akademischen, strengen und interaktiven Umfeld gehen wir die strengen, also okay, das ist dasselbe. Spezialisierte öffentliche Schule ist das allerdings.
Internat alternativ. Die Strickert sich an Schüler, die besonders Unterricht und individuelle Betreuung benötigen. Hier zählt jede einzelne Elite-Privatschule. Oh, wir könnten sie sogar in die Elite-Privatschule schicken. Ja, dann bringen wir sie dahin. Weil Alternative, sie braucht keinen besonderen Unterricht, keine Betreuung nötig. Internat möchte ich sie nicht schicken, dann bleibt uns nur diese Schule. Wenn sie das hat, wird sie noch ein Stück Kuchen essen. Ja, ich hoffe, dass dir der Part bisher soweit gefallen hat. Wenn ja, würde ich mich sehr über ein Like, ein Abo und natürlich auch einen Kommentar von dir freuen. Wenn du neu bist, vergiss die Glocke nicht, dass du keine weiteren Videos verpasst. Oh, unsere Linda-Mama macht gerade unsere Pflanzen, das finde ich super cool. Ja, guckt mal, da sind die zwei Schwangeren. Winterpause, Schulferien beginnen. Okay, wir haben Winterferien. Zwischen Olivia und John Spaßvögel, aber sehr gerne doch. Ich pack mal hier die Dings ein, dass nichts passiert. Die Schule ist in dem Winter, muss für den Rest des Winters nicht so okay. Sie meldet sich jetzt an. Ich meine, sie muss auch irgendwie so ein Motivationsschreiben. Bei den Kindern bin ich mir unsicher. Genau, sie hat jetzt eine Bewerbung gestellt. Wir müssen jetzt noch ein paar Dinge machen. Wir können ja schon mal gucken, was wir machen müssten. Wir lassen sie schon mal die persönliche Stellungnahme schreiben. Und dann werden wir uns ein Stück Kuchen nehmen. Da ein Stück Kuchen nehmen. Und dann wird die Folge auch so langsam schon sich dem Ende neigen. Ich fand es ein sehr schöner Part. Wir haben viel mit John gemacht. Die kleine Maus ist älter geworden. Ihr Zimmer werde ich dann noch passend natürlich umbauen. Ich denke, dass wir vielleicht vorerst hier oben in dem Zimmer bleiben. Wir können ja viele Wickeltisch zum Beispiel und sowas. Das können wir ja alles wegmachen. Heißt, wir sparen uns da groß Zeit. Ich hoffe, die neue Schule gefällt ihr, dass sie da super viele neue Freunde kennenlernt, sich entfalten kann, ihr Potenzial zur Schau stellen kann, ihre Stärken stärken kann, ihre Schwächen natürlich so vertiefen kann, dass sie vielleicht besser in den Schwächen wird. Hat sie das fertig gemacht? Sie hat die persönliche Stellungnahme fertiggestellt und die Bewerbung hinzugefügt. Okay, sehr cool. Das hat sie schon gemacht. Den Rest, okay, Höhepunkt der Fußballspiels. Ein Strandball wird von der Tribüne auf das Spielfeld geworfen. Versucht, den Fußball auf dem Sandball zu schießen. Schrei, um Aufmerksamkeit beim Schiri zu wecken. Hat Tor geschossen. Nein, wie cool. Aber auf jeden Fall, wo war ich jetzt? Genau, das mit der Schule werde ich dann privat fertigstellen und dir beim nächsten Part dann... Oh mein Gott, jetzt brennt's! Wo brennt's? Wer hat den Brand entdeckt? Wo brennt's? Hier brennt's. Wer hat hier was gemacht? Leute, ihr macht mich fertig. Oh, ihr macht mich fertig. Löschen, Feuerwehr anrufen. Oh, jetzt brennt's. Wollt ihr mich eigentlich verarschen? Henry, geh da weg, wenn du brennst. Oh. Okay. Ich glaube, das ist wirklich unser Stichpunkt, dass wir die Folge beenden. Oh nein. Toller Abschluss, oder? Aber die Linda hat sehr gut reagiert und hat direkt hier... Oh Gott, Sims, ihr macht mich verrückt. Und wie sie natürlich alle direkt in diese klitzekleine Ecke rennen und natürlich am liebsten vom Feuer erwischt werden wollen. Ich würde sagen, wir beenden die Geburtstagsparty und lassen Sie jetzt erstmal den Schock verdauen. Ich weiß nicht, wer hier bei uns irgendwas versucht hat mit den Waffeln zu machen. Ich vermute stark, dass es die Waffeln sind, die ja Feuer gefangen haben. Auf jeden Fall hoffe ich sehr, dass dir dieser Part gefallen hat. Ich fand ihn super, super schön. Wir haben mit dem John ein bisschen was gemacht, mit der Linda. Die kleine Mausi ist jetzt ein Kind, wird in eine neue Schule gehen. Und ich fände es voll süß, wenn sie mit der Sophie so beste Freunde werden würden. Wir können hier nochmal umarmen machen. Die beiden sehen sich schon ein bisschen ähnlich, dafür, dass sie eigentlich null verwandt miteinander sind über die Blutlinie. Über die Genetik sind sie trotzdem total cute, die beiden. Und ich muss sagen, es geht. Also es hätte schlimmer sein können. Ich muss mal gucken, dass ich das gefixt kriege. Ich hoffe, dass EA da mal langsam in die Puschen kommt und uns was Gutes tut. Okay, auf jeden Fall würde ich sagen,
Auf jeden Fall würde ich sagen, wünsche ich dir jetzt noch einen wunderschönen Tag. Sag danke, dass du heute eingeschaltet hast. Freue mich, wenn du das nächste Mal wieder mit dabei bist, entweder bei Guild Wars Familie Thompson Not So Berry oder hier bei Familie Winter. Ich freue mich drauf. Ich hoffe, du auch, und würde sagen, wir sehen uns dann das nächste Mal wieder. Bis dann. Ciao, ciao.